Ja, hallo allerseits und willkommen beim ersten Video aus Kasachstan. Dieses Video entsteht in einem Hotelzimmer in der kasachischen Hauptstadt Astana. Und wie man da im Hintergrund sehen kann, ich bin relativ weit oben. Das ist der 8. Stock hier. Und ja, wir haben die Hotelzimmer problemlos beziehen können nach einer relativ langen Reise. Mein Wecker ist heute Morgen um 3.30 Uhr gegangen und um 5.04 Uhr ist der erste Zug gefahren. Und später in Köln im Laufe des Vormittags, im Laufe des Morgens, habe ich dann den Pablo getroffen, meinen Reisepartner. Und wir sind zusammen nach Frankfurt am Main gereist und sind dort dann mit einem Nonstop-Flug nach Astana geflogen. Ortszeitmäßig liegen wir 4 Stunden vor. Das heißt, Ortszeit ist hier also im Moment 2.40 Uhr. Nach mitteleuropäischer Sommerzeit nehme ich das hier um 22.40 Uhr auf. Das klingt nach einer normalen Zeit, aber ich bin noch rechtschaffend müde und werde gleich, wenn das Video veröffentlicht ist, dann auch ziemlich schnell ins Bett verschwinden. Denn es liegen natürlich jetzt spannende Tage vor uns. Morgen werden Pablo und ich erstmal Astana auf eigene Faust erkunden und später im Laufe der nächsten Tage haben wir da auch nochmal die Möglichkeit, eine geführte Runde durch Astana zu machen. Da bin ich sehr gespannt drauf, was daraus wird. Ja, ansonsten, der Tag war hauptsächlich eben von der reinen Reise geprägt. Das heißt, man sitzt stundenlang im Zug, man sitzt stundenlang im Flugzeug. Da gibt es insgesamt gar nicht so viel zu erzählen, außer dass alles sehr problemlos gelaufen ist. Hat alles sehr gut geklappt. Wir sind überall ziemlich genau im Zeitplan angekommen. Ein Shuttle hat uns erwartet mit so einem Schild, wo unser Namen drauf standen, um uns zum Hotel zu bringen. Das war vorher so vereinbart. Das hat also auch geklappt. Und bei dieser Fahrt habe ich mich also über mehrere Stellen schon ein bisschen amüsieren können, aber darüber erzähle ich dann am besten mal mit Pablo im Podcast ein bisschen mehr, weil ich weiß gar nicht genau, ob der Pablo das alles so mitbekommen hat. Er hat hinten gesessen. Da können wir dann nochmal gemeinsam drüber lachen. Ja, aber wir wurden dann schnurstracks zum Hotel gefahren, konnten problemlos einchecken, sind angekommen, haben die Zimmer bezogen, haben noch ein surreales Erlebnis in der Hotelbar gehabt. Da erzählen wir vielleicht im Podcast auch noch was drüber und ja, jetzt ist erstmal Bettzeit angesagt. Danke fürs Reinschauen und bis bald.